gegen Salzburg. Auf den Spielkalender komme ich dann noch im Verlauf dieser Trainingseinheit zu sprechen, die wir für euch in Gänze übertragen werden. Und während der ich auch immer wieder gerne auf eure Kommentare eingehen werde. Also schickt mir eure Fragen. Ich versuche die eine oder andere dann aufzuschnappen. Martin K. sagt über unseren Trainer, der gerade die Ansprache hält, Nagelsmann, super Parade im Tor. Vielleicht habt ihr es gesehen, könnt ihr auch gerne nochmal auf unseren Kanälen anschauen. Das war ein katzenartiger Hechtsprung, richtiges Highlight. Er hat viele Qualitäten. Unser Cheftrainer, für den es ja auch ein besonderes Duell wird, gegen Leipzig, trainierte bis zum Ende der Vorsaison 2 Jahre lang unseren kommenden Bundesliga-Gegner, den er aus dem FF kennt. Hinspiel endete mit einem 4:1 Auswärtssieg, überragende Leistung des deutschen Rekordmeisters. Aber die Leipziger haben vor allem im Januar richtig gut ins neue Kalenderjahr reingefunden. 4 Pflichtspiele, alle 4 wurden gewonnen. Leipzig derzeit auf dem 6. Platz. Mit Rückenwind wird ein hochinteressantes Duell. Petersen hatte gefragt, warum geht Levi wieder in die Kabine? Nee, nee, der ist auf dem Platz. Der alte und neue FIFA-Weltfußballer. Bestens gelaunt neben Leroy Sané. Hat ja mit seinem letzten Treffer in dieser Bundesliga-Saison mit dem 4:0 in Köln seinen 300. Bundesliga-Treffer erzielt. Und viele reden schon von dem nächsten großen Rekord. Da steht die 365, die der große Gerd Müller erzielt hat. So viele Bundesliga-Tore insgesamt. Ja, was glaubt ihr, schafft das Levi noch, diese 65 Buden zu erzielen und aufzuholen? Er hat ja diesen phänomenalen 40-Tore-Rekord geknackt. In der Vorsaison hat insgesamt 41 Buden erzielt. Er hat auch einen neuen Bestwert aufgestellt in Sachen Tore in einem Kalenderjahr. 42 waren es jetzt 2021 in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt möglicherweise in näherer Zukunft die nächste große Marke. Wo ist Goretzka? Fragt JMB. Ja, Leon Goretzka laboriert noch an seinen Patellasehnenproblemen, macht immer wieder auch Lauftraining. Wir hoffen natürlich schwer, dass der deutsche Nationalspieler möglichst bald ins Mannschaftstraining zurückkehren wird. Der FC Bayern-Fan für euch hat ja schon angekündigt, Lewandowski wird das schaffen, die 365. Also, FC Bayern-Fan, für euch ist da guter Dinge. Justus Lenz fragt, wo ist Ronaldo? Der ist ein paar Kilometer weiter oben auf der Insel. Aber wir haben ja unseren Levi.
Leroy Sané bisher mit einer ganz, ganz starken Saison. Erzielte er ja auch beim letzten Auswärtsspiel das zwischenzeitliche 3:0 bei der Hertha. Die Bayern mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge. Der Start ins neue Jahr war ja, ja äußerst unglücklich und ärgerlich mit dem verlorenen Heimspiel gegen Gladbach nach 1:0 Führung. Das haben die Jungs von Julian Nagelsmann aber dann in den kommenden beiden Auswärtsspielen, 4:0 in Köln, 4:1 bei der Hertha, wieder gerade gebogen, haben damit ihr phänomenales Torverhältnis ausgebaut. 65 Tore nach 20 Bundesligaspieltagen. Der Rekord, der wurde vor 50 Jahren aufgestellt. 1972, damals schafften Gerd Müller und Co. 101 Buden, schaffen jetzt Thomas Müller und Co. einen neuen Rekord. Was meint ihr? 14 Spieltage sind noch zu gehen. Es fehlen noch 36 Buden. Thomas Müller macht alles, damit dieser Rekord geknackt wird. Er ist unser Mr. Vorlagengeber. 16 Assists, Liga-Bestwert. Und 6-mal hat er auch schon selbst getroffen. Zuletzt zum 2:0 in Berlin. Also es sieht nicht schlecht aus, dass sie diese 101-Tore-Marke werden knacken können. So, und FC Bayern-Fan für euch, der traut nicht nur Levi die 365 zu, sondern auch Thomas Müller und Co. den 101-Tore-Rekord. Weil sich die Fragen wiederholen nochmal. Wo ist Leon Goretzka? Fragt auch Sofia Golk. Also Goretzka kann leider wegen seinen Patellasehnenproblemen noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Wie genau da der Stand wird, dazu wird voraussichtlich auch Julian Nagelsmann dann in den obligatorischen Pressetalks vor einem Bundesligaspiel Stellung nehmen. Tom Pörschke fragt, ob wir heute das gesamte Training übertragen. Tom, jawohl. Wir sind von Anfang bis Ende dabei für euch. Es gibt ja leider durch Corona nicht mehr die Möglichkeiten wie früher mit einer öffentlichen Trainingseinheit. Deswegen auf diesem Wege versuchen wir es euch an die Endgeräte zu ermöglichen, wo immer ihr seid. Leider einige Kommentare auch vor Beginn des Trainings. Ab Corona sitzt zu Hause. Also an all die, die momentan erkrankt sind, gute Besserung. Und hoffentlich kann dieses Training ein bisschen dazu beitragen, auf andere Gedanken zu kommen. Auch der King gut gelaunt. Hat in Berlin seine erste Bundesliga-Vorlage in dieser Saison gegeben. Super Flanke auf Coco Tolisso, der wiederum zum zweiten Mal in Folge getroffen hat. Niklas Süle. Ja, ihr habt es vermutlich auch mitbekommen und unser Vorstandsvorsitzender hat das auch im Pressetalk in der letzten Woche dann bestätigt. Er wird die Bayern leider verlassen am Ende dieser Saison. Aber mit Sicherheit bis dahin noch alles geben, um am Ende der 5 Bayern-Jahre nochmal einen möglichst erfolgreichen Abschluss mit dem deutschen Rekordmeister feiern zu können.
Da haben wir Coco. Gegen die Hertha per Kopf. Und gegen Köln eine gute Woche davor. Traumhaft in den Winkel. Zwei richtig sehenswerte Buden vom französischen Weltmeister von 2018. Josip Stanisic war gerade auch am Bildrand zu erkennen. Ist auch wieder Mannschaftstraining dabei, nachdem er sich vor Weihnachten leider einen Muskelbündelriss zugezogen hatte. Also vom Personal sieht es richtig gut aus. War ja zu Beginn des Jahres eine Extremsituation. Und trotzdem haben sich die Bayern richtig gut verkauft. Zu Hause gegen Gladbach. Das lockere Aufwärmprogramm ist so langsam zu Ende geleitet. Wie immer vom Mann mit der roten Jacke, von Professor Dr. Holger Broich. Und danach übernehmen zumeist Xaver Zembrot oder Dino Topmöller. Und die haben ihren Spaß. Jo, also wenn der gewollt war an die Latte, dann ist das was fürs Archiv. Also weiß jetzt nicht, ob das die Vorgabe war, aber aus der Entfernung, Chapeau, Herr Nagelsmann. Das Trainerteam bzw. der Staff, die liefern sich ja häufig irgendwelche Duelle während oder auch nach dem Training. Da gibt es dann echte Hingucker. Wir versuchen das natürlich so oft, wie es nur geht, für euch auch einzufangen. Und da kommen richtige Highlights bei rum. Wie schon erwähnt, schaut euch gerne auch die Flugparade von unserem Trainer an. Wieso sind die anderen Plätze noch mit Schnee bedeckt, fragt Quepp. Ja, weil es hier in München heute Morgen geschneit hat, relativ zapfig. Und der Platz hier, auf dem die Profis trainieren, der wurde natürlich entsprechend präpariert. Der Schnee wurde entfernt, deshalb die perfekten Bedingungen. Dayot Upamecano, auch für den französischen Verteidiger, wird das Duell am Samstag kein gewöhnliches gegen seinen ehemaligen Verein. Spielt bisher eine starke Saison für den deutschen Rekordmeister. Es gibt ja diverse Statistiken, die geführt werden. Und Bayern intern ist Upamecano derjenige Akteur, der in der bisherigen Bundesliga-Saison die meisten Pässe gespielt hat, der die meisten klärenden Aktionen hatte. Ein
neben Nagelsmann und Upamecano ja auch für Marcel Sabitzer. Ein Duell mit der Vergangenheit am kommenden Samstagabend. Jamal Musiala hat im Hinspiel einen fantastischen Treffer erzielt in Leipzig. Ballannahme und Abschluss wie aus einem Guss. Und dann hat er noch eine Bude vorbereitet. Ganz, ganz starke Performance des deutschen Nationalspielers im Hinspiel. Und damit haben die Bayern ihre starke Statistik gegen die Leipziger in der Bundesliga ausbauen können. 11 Duelle bisher, nur eine einzige Niederlage. Wird vor allem, so ist es zu erwarten, ein Offensivspektakel. Wenn man diverse Offensivstatistiken anschaut, dann sind da Bayern und auch Leipzig führend. Vor allem die Bayern. Torschüsse haben sie die meisten zu verzeichnen, ebenso wie Schüsse aufs Tor, die meisten Großchancen. Da ist Leipzig auf 2. Hohe Ballgewinne, das ist auch interessant. Bayern an 1, Leipzig an 2. Also zwei Mannschaften, die unheimlich früh pressen. Und dann auch die meisten Schüsse nach hohen Ballgewinnen abgeben. Marvin Beug fragt, wie lang dauert das Training? Also durchschnittlich dauert so eine Trainingseinheit eine gute Stunde. Manchmal auch länger, eineinhalb, je nach Intensität, je nach Trainingsinhalten. Manchmal auch ein bisschen kürzer, wenn es eher um Regeneration geht. Also zwischen 45 Minuten und 1,30. Möglicherweise heute ein Ticken länger, weil es eben der Auftakt ist in diese Trainingswoche. Und je näher es dann zum Spiel geht, desto angepasster ist die Intensität. Im weißen Trainingsshirt unter anderem auch Gabriel Vidovic zu sehen, der ja häufiger bei unseren Profis trainiert. Einer der Youngster, einer von den Amateuren. Auf diesem Hauptplatz haben wir bisher alle Feldspieler gesehen. Viele, viele Fragen von euch. Wo sind die Torhüter und vor allem, wo ist unser Kapitän Manuel Neuer? Also Auflösung folgt hier. Die Torhüter machen natürlich ihr Training unter Aufsicht von Toni Tapalovic. Der steht hinter dem Tor. Aber Manuel Neuer ist nicht dabei. Der macht Athletiktraining im Leistungszentrum. Stichwort Belastungssteuerung. Also macht euch keine Sorgen. Alles ganz gezielt gesteuert. Unserem Kapitän geht es gut. Er trainiert drin und dafür Sven Ulreich, Christian Früchtl
und ich meine Johannes Schenk auf dem hinteren Platz beim torwartspezifischen Training. Also nochmal Entwarnung, weil so viele gefragt haben, wo ist Manuel Neuer? Er ist da, aber in Anführungsstrichen nur drinnen macht Athletiktraining im Leistungszentrum. Das befindet sich im Übrigen, wer es noch nicht weiß, können wir vielleicht nachher nochmal aus der Perspektive sehen. Das Leistungszentrum dort, wo die Profis sich auch umziehen, praktisch auf dieser Seite, wo die Kamera jetzt steht, vom Trainingsplatz. Da, wunderbar, vielen Dank. Also kennt ihr vielleicht auch, wenn die Profis rein und rausgehen, das ist das Leistungszentrum. Da oben sind beispielsweise bei dieser Glasreihe die Ergometer, drunter der Kraftraum. Und dort also trainiert gerade Manuel Neuer. Oder vielleicht hat er auch schon trainiert oder wird dort noch gezielt trainieren. Und wenn er jetzt trainiert, dann hat er einen perfekten Blick auf seine Jungs. Die jetzt ins Kontaktspiel umgeswitcht sind, ist ja gar nicht so einfach bei Julian Nagelsmann. Die Trainingsformen immer genau ausfindig zu machen, was da das Ziel ist. Ich persönlich habe keinen Trainerschein, deswegen stellt mich das manchmal vor größere Rätsel, aber unheimlich abwechslungsreich. Die Trainingsformen und Inhalte von Julian Nagelsmann und von seinem Trainerteam. Eher unschwer zu erkennen jetzt, das ist natürlich ein Kontaktspiel, da wird auch mitgezählt, mit Verschieben auf engstem Raum. Wir haben Team Neon-Gelb, wir haben Teamline, so nenne ich es mal. Das ist ja die neue Teamline, diese leicht hellblauen Trainings-Shirts, so wie hier Joshua Kimmich. Und wir haben, meine ich, die Kontaktspieler mit den weißen Leibchen, unter anderem Malik Tillmann, den wir hier sehen, Gabi Vidovic. Kimmich zuletzt ja erstmals nach seiner Pause wieder im zentralen Mittelfeld in Berlin. Super Spiel gemacht, zwei Buden vorbereitet, sehr, sehr präsent. Ganz, ganz starke Vorstellung von Joshua Kimmich, der ja in den ersten beiden Spielen der Rückrunde auf der rechten Außenverteidigerposition in Anführungsstrichen ausgeholfen hat. MIPA fragt, ist Stanisic wieder fit? Hatten wir vorhin auch mal im Bild. Ja, Josip Stanisic nach seinem Muskelbündelriss wieder mit dabei. Da haben wir ihn. Also der bildliche Beweis, er ist mit dabei, unser Rechtsverteidiger, der ja eine super Vorrunde gespielt hat. Viele hatten ihn nicht auf dem Zettel,
und mittlerweile ist er sogar kroatischer Nationalspieler. Und Paul Wanner, wie schon zu Beginn angerissen, hat seinen Vertrag langfristig verlängert. 16 Jahre jung, unheimliches Potenzial, offensives Mittelfeld. In den letzten drei Bundesligaspielen jeweils eingewechselt und hat sich damit auch jetzt schon in die Geschichtsbücher des FC Bayern gespielt. Ich wiederhole mich da gern, 16 Jahre, 15 Tage Bundesliga-Debüt, damit der jüngste Bundesligaspieler im Trikot der Bayern. Ist ein echtes, wie sagt man so schön, Eigengewächs. Hat das auch im Interview mit uns so gesagt, das ist ein absoluter Kindheitstraum bei diesem Verein. So, Tolisso und Marc Rocker werden jetzt zu den Kontaktspielern. Und auch Joshua Kimmich. Ebenso wie Marcel Sabitzer. Ich habe schon so ein bisschen angerissen. Die Zeit haben wir ja, wer es vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Also der Beginn in diesem Februar, der einige Highlights zu bieten hat. Aus Sicht des deutschen Rekordmeisters beginnt eben schon am Samstag. Topspiel 18:30 zu Hause gegen den Vizemeister, gegen Leipzig. Dann eine Woche später das Fanfreundschaftsduell beim VfL Bochum. Es folgt unter der Woche Mittwoch, 16. Februar, Champions League Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg. Danach 20. Februar ein Sonntag, das nächste Duell gegen einen Aufsteiger zu Hause, gegen Greuther Fürth. Und der Februar wird dann fußballerisch vom Terminkalender abgeschlossen durch das Auswärtsduell bei der Eintracht aus Frankfurt. 18:30 Spiel am 26. Februar. Also 5 Pflichtspiele, in denen die Bayern hoffentlich die Weichen legen können. Zum einen für eine richtig gute Ausgangsposition fürs Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, als auch für den 10. Meistertitel in Folge. Stand jetzt sind es 6 Punkte Vorsprung auf den 2. auf Borussia Dortmund. Das ist ein richtig komfortables Polster. Aus dieser Position hier könnt ihr gut erkennen, da hinten, das ist der hintere Trainingsplatz, da trainieren die Torhüter. Das sind so Kleinigkeiten. Toni Tapalovic mit den Erklärungen für Sven Ulreich und Co. Und ihr seht, torwartspezifisches Training hat auch viel mit dem Fuß zu tun. Diese scharfen Anspiele zu Beginn. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch so gut hören könnt. Radio Pehl. / Radio Müller hört man bis hierher. Viele, viele Kommandos von Thomas Müller vom Nebenplatz zu hören. Er wäre neben Manuel Neuer derjenige, der tatsächlich dann bei allen 10 Meisterschaften, wenn es denn so weit kommen sollte, hoffentlich dabei wäre.
kurze Verschnaufpause. Gibt mir die Möglichkeit, weil er so gut im Bild ist. Der Mann. Ah, jetzt. Genau. Perfekt. Der Mann mit dem roten Kasten. Wer ihn nicht kennen sollte. Sona Mansuroglu. Unser Datenanalyst. Ganz, ganz feiner und sympathischer Kerl. Bei ihm in diesem roten Kasten steht der Laptop, wo wiederum die ganzen Daten einlaufen. Viele Spieler haben ja so einen Brustgurt, da ist ein Chip, da laufen tatsächlich oder werden die Werte dann erfasst, Herzfrequenz etc. Und so ist dann eine genaue Belastungssteuerung möglich. So kann man gleich erfassen, ob ein Spieler im roten Bereich ist, ob man nochmal anziehen kann. Und es gibt auch immer wieder Szenen im Training, wo die Spieler dann zu ihm hingehen, wo sie über seine Schulter schauen in den Laptop rein, damit sie gleich selber dieses direkte Feedback haben. David Ramakrishnan, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen so richtig aus, fragt, wo ist Lucas Hernandez? Hab ihn noch nicht gesehen. Auch er ist dabei. Lief gerade eben auch durchs Bild. Ist auch wieder topfit nach seiner Corona-Infektion zu Beginn des Jahres. Da haben wir ihn und spielt auch bisher eine bärenstarke Bundesliga-Saison. Ich war vorhin bei den Statistiken. Lucas Hernandez ist tatsächlich der zweite beste Zweikämpfer in dieser Bundesliga-Saison. An 1 ist Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach. An 2 dann Lucas Hernandez. Ist ja ein Kämpfer vor dem Fußballherrn. Hat eine Zweikampfquote von 68,2%. So. Jetzt kommen die Torhüter hinzu. Das heißt, jetzt kommt auch das Salz in der Suppe in dieser Trainingseinheit. Merkt man auch immer wieder an der Laune der Spieler natürlich. Wenn es ums Tore-Schießen geht, wenn es um den Wettkampfcharakter geht, dann werden sie im positiven Sinne zu kleinen Kindern. Jonathan Rott fragt, wo ist Timoschuk? Weiß ich leider nicht. Aber möglicherweise schaut er sich auch dieses Training an. So, jetzt haben wir die Situation 4 gegen 3. Also Überzahlspiel von der angreifenden Mannschaft. Sané. Tolisso. Und Tillmann. Und weil wir natürlich alle sehr daran interessiert sind, eure Fragen zu beantworten, habe ich gerade hier aus der Redaktion die wertvolle Info bekommen, dass Anatoli Timoschuk, unsere legendäre 44 scheinbar
Co-Trainer bei Zenit St. Petersburg ist. Also wäre diese Frage hoffentlich auch beantwortet. Und das ist natürlich die Steilvorlage. St. Petersburg, da soll ja was im Mai stattfinden, Champions League Finale. Und natürlich, die Bayern, das haben sie nach ihrer famosen Gruppenphase gesagt, wollen gerne dorthin. Ganz, ganz starke Gruppenphase. Aber es gilt natürlich, Salzburg keineswegs zu unterschätzen. Es wäre dann ein weiterer Schritt in Richtung Endspiel. Benz Fußball TV fragt, wer steht gerade im Tor und wo ist Choupo-Moting? Also letztere Frage, wo ist Choupo-Moting? Der ist on fire und zwar beim Afrika Cup, steht mit dem Gastgeberland mit Kamerun im Halbfinale, ebenso wie Bounassar mit Senegal. Da werdet ihr auch immer natürlich informiert auf unserer Website. Also wir verfolgen unsere beiden Spieler ganz genau beim Afrika Cup und dort erfahrt ihr auch die Ergebnisse und die Frage, wer im Tor steht, das ist neben Sven Ulreich und Christian Früchte Johannes Schenk. Und für die, die es vorhin möglicherweise nicht mitbekommen haben, wo ist Manuel Neuer? Der macht Athletiktraining im Leistungszentrum. Und deshalb ist er hier nicht im Bild. XN fragt, warum wird immer auf einzelne Spieler gesucht? Man will doch das Training sehen. Ja, Robs Xen. Es gibt allerdings auch User, die genau andersherum vielleicht immer wieder die Spieler einzeln sehen wollen. Deswegen versuchen wir da natürlich eine Mischung draus zu machen. Leider kann man es da nie allen recht machen. Wir hoffen, dass der Mix dann stimmt, dass ihr einmal die Perspektive wie jetzt von oben bekommt, aber dass ihr natürlich auch möglichst sozusagen hautnah dabei seid und die Spieler dann auch immer relativ close zu sehen bekommt. Ich glaube und hoffe, dass dann insgesamt... Oh, Handspiel. So, und wir können jetzt den Videoschiedsrichter hier spielen. Ich glaube, Upamecano mit der Hand am Ball und gleich gab es die Reklamation, allerdings kein Elfmeter. Also um das noch zu Ende zu bringen, wir hoffen, dass wir da einen guten Mix hinkriegen. Von den Closen und von den Bildern weiter weg. Viele Fragen auch von euch wie von Marvin Kattner. Wann kommt Davis wieder? Ja, Alfonso Davis, das hatte Julian Nagelsmann auch schon angesprochen bei so einer Herzmuskelentzündung. Da gibt es keine feste Zeit. Da geht es vor allem darum, um die Untersuchungen. Und das muss dann komplett ausheilen. Und deshalb macht es da auch keinen Sinn, Wasserstandsmeldungen oder irgendwelche falschen Prognosen zu liefern. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann werdet ihr das mit Sicherheit auch von Julian Nagelsmann auf den Pressekonferenzen vor Spielen erfahren. Das Wichtigste, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das komplett ausheilt
Alfonso Davies hat noch eine hoffentlich großartige Zukunft als Fußballer vor sich. Und wenn die Geschichte hoffentlich dann ausgeheilt ist, dann kann er wieder voll ran. Funky Zocker fragt, wann dürfen wieder Fans beim Training dabei sein? Ja, könnte sicher sein, dass auch die Spieler froh wären natürlich, wenn die Fans hierher kommen können. Das hängt natürlich alles vom Verlauf, von der Entwicklung, von Corona zusammen, von den Maßnahmen. Und sobald es irgendwie möglich und vertretbar ist, ist, glaube ich, jeder froh, wenn das wieder möglich sein wird. Momentan ist das leider noch nicht der Fall. Aber ich glaube, wir alle hoffen, dass natürlich auch mit dem Frühjahr, mit den wärmeren Temperaturen mehr möglich sein wird. Jock 32 fragt, dürfte ich noch mal Kimmich sehen? Also da ist wieder der Wunsch nach einem Zoom. Ja, dann erfüllen wir doch den Wunsch. Da ist er. Wie vorhin schon erwähnt, ganz, ganz starke Performance in Berlin. Zwei Vorlagen, einmal per Freistoß in seiner unnachahmlichen Art. Arm hoch und dann wird der Ball mit viel, viel Effekt reingeschlagen. Das war zum 2:0 von Thomas Müller, auch eher unnachahmlich mit der Fußsohle. Und dann beim 4:0 auf Serge Gnabry, klasse Steckpass. Champ 035 sagt ein 6:0 gegen Leipzig voraus. Was glaubt ihr, wie geht das Duell am Samstagabend aus? Nochmal Leipzig mit einem ganz, ganz starken Januar. 4 Pflichtspiele, alle 4 gewonnen. Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco stehen im Pokal Viertelfinale. Haben jetzt in der Liga wieder zurückgefunden in die Erfolgsspur. Sind zwar aus der Champions League ausgeschieden, aber überwintern trotzdem auf europäischem Parkett in der Europa League. Trifft man in den K.O. Playoffs auf Real San Sebastian. Also, sie sind gut unterwegs, die Leipziger. Trotzdem seid ihr sehr, sehr guter Dinge, dass das ein Heimsieg wird. Kippo Kappa tippt 5:1, André 3:1. Also bisher fast durchgehend Heimsiegtipps pro FC Bayern. King Coman ist noch dabei, da kam auch mal die Frage auf, war gerade hier unten am Bildrand zu sehen. Hat zuletzt jetzt gerade Maximilian Gruber gefragt, da ist er. Hat ja auch im Januar seinen Vertrag langfristig verlängert. Ein starkes Statement vom King von Lissabon.
Wie viele Fans dürfen am Samstag ins Stadion? Fragt Danny 2001. Ich meine, der aktuelle Stand ist bei 10.000. Ist allerdings ohne hundertprozentige Gewähr. Jetzt wird es dann ein richtiges Trainingsspiel. Wo ist Sané? Der schaut hier gerade zu. Wie viele Jugendspieler sind heute dabei, fragt Maximilian Ott. Also unter anderem Gabi Vidovic. Bei Paul Wanner ist es ja so, dass er jetzt bei den Profis fest mittrainieren wird. Johannes Schenk als Torhüter dabei. Wenn ich das jetzt so richtig überblickt habe. Wie lange geht das Training? War ja vorhin auch schon eine häufige Frage, wird immer wieder gestellt. Also nochmal, es schwankt immer so. Ganz nach Belastungssteuerung zwischen 45 Minuten und 1,30. Ist natürlich jetzt eine große Zeitspanne, aber es kommt wie gesagt ganz drauf an. Wenn die Belastung eher gering gehalten wird, manchmal auch das Abschusstraining. Ist gar nicht so lang. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute, ja, vielleicht so 1,15, 1,30 geht, weil zu Beginn der Trainingswoche, weil noch einige Zeit bis zum Spiel, da kann man die Belastung noch ein bisschen höher halten. Und wir sind, weil auch das häufig gefragt wird, bis zum Ende für euch dabei. Heute hat es ja gegen 11 Uhr begonnen, also könnt so auf 1,15, 1,30 auslaufen. Und wenn ihr jetzt möglicherweise denkt, ja Moment, die trainieren jetzt manchmal nur 45 Minuten oder eine Stunde 30 und das war's dann. Nee, nee, so ist es nicht. Die Spieler kommen, wenn Training ist, immer eine gute Stunde davor, manche auch früher. Je nachdem macht der ein oder andere auch gezielt davor noch was. Beziehungsweise danach gibt es die Pflege, Physio. Also es ist nicht so, dass kurz vorm Training gekommen wird und kurz danach ist man wieder weg. Justus S. fragt in diesem Zusammenhang, wissen die Spieler vorher, wie lange das Training geht? Also wann genau sie erfahren, wie lange es geht, das kann ich euch leider nicht sagen, da bin ich nicht dabei, aber natürlich wird das dann in der Kabine angesprochen. DR S. Nagels fragt, wie wird eigentlich die Intensität der Aufbau der Trainingseinheiten so über die Saison angepasst? Es ist ja oft vom Staff auch die Rede und dazu gehören natürlich auch viele Mitarbeiter. Im Bereich Fitness ist der Chef Professor Dr. Holger Broich. Ich habe euch vorhin Sona Mansuroglu nochmal vorgestellt, erklärt, der Mann hinter dem Kasten. Da werden die Daten natürlich die ganze Zeit über gesammelt und so weiß man ganz genau,
von der Belastungssteuerung, wie man das zu handeln hat, wie die Intensität ist. Ich habe euch eingangs auch erzählt, dass beispielsweise einige Spieler jetzt übers Wochenende frei hatten, andere, die zuletzt auch zum Beispiel Corona hatten, haben jetzt übers Wochenende auch trainiert. Also da werden genau die Daten erfasst, das wird angepasst und je nachdem ist eben dann die Belastungssteuerung oder nicht, während hier ein Tor nach dem anderen fällt. Auf der einen Seite Joshua Kimmich, unnachahmlich dann auch mit seinem Jubelschrei und hier Serge Gnabry im Copy-Paste-Modus fast, wie gegen die Hertha. Essen die Spieler gemeinsam zum Mittag, fragt Jonas Wohlhauser. Also es gibt hier zwar eine Spielerkantine, wo natürlich die Möglichkeit besteht mit einem großen Essensraum. Wie das momentan gehandhabt wird wegen Corona, weiß ich genau nicht. Aber es gab auf alle Fälle auch Phasen, wo das nicht der Fall war, dass alle zusammen essen durften. Da wurde jedem dann sozusagen das Essen mitgegeben. Also da passt man sich natürlich genau den Maßnahmen an, die die Hygienevorschriften erfordern. Music Mentally vorfragt dann, schlafen die Spieler im Haus, auf dem Trainingsgelände oder fahren sie nach Hause? Also zum Schlafen dürfen sie nach Hause. Zwei Kontakte konnte ich gerade raushören. Lewandowski, der macht noch ganz munter mit, weil da auch immer wieder die Frage aufkommt, wo ist Levi, wo ist Levi? Bitte einmal den besten Stürmer der Welt zeigen, fragt dann auch Domi TV. Und Domi unter uns, das ist nicht nur der beste Stürmer der Welt, sondern es ist der weltbeste Fußballer, der FIFA-Weltfußballer. Nochmal Richards. Musiala mit dem versuchten Steckpass. Die Außenposition, wenn ich es richtig erkenne, haben ihre Bahnen wie Stanisic, der sozusagen als Flankenoption hier zumindest auf der rechten Seite eine Möglichkeit ist und von dort aus sieht, wie Marcel Sabitzer ganz überlegt einschiebt. Da haben wir Stanisic. Und dann leichter Auffahrunfall. Hoffentlich nichts Ernsteres zwischen, ich glaube, es war Johannes Schenk und Tanguy Nianzou. Ihr seht ja auch die Strichlinien gerade eben von oben. So, jetzt gibt es erstmal den weltbesten Fußballer. Voilà, ein gewisser Robert L. 23 Saisontore nach 20 Spieltagen. So. Diese gestrichenen Linien ist natürlich mit Absicht auch reingemalt. Immer wieder die Spielfeldumrandungen bei taktischen Spielformen. Paul Wanner. Süde passt auf. Und Koko. Hier auf der Außenbahn Vidovic, in dem Fall als Außenspieler Option. Fast hat es richtig gemacht. Guter Schlenker von Gnabry. Schade.
Wie viele Greenkeeper hat die Bayern-Familie? Fragt erneut Jonas Wohlhauser. Wie viele genau, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass sowohl hier an der Säbener Straße auch als auch am Campus und natürlich in der Allianz Arena. Ja, es ist ein ganzes Team. Und das sind echte Experten, die mit sehr, sehr viel Liebe und Hingabe sich um den Rasen kümmern. Ich hatte mal die Möglichkeit, da auch drehen zu dürfen in der Allianz Arena. Da wird mitunter um 6 Uhr in der Früh angefangen. Und da wird der Rasen richtig getrimmt. Und nicht umsonst existiert in dem Zusammenhang der Begriff vom Teppich. Und da steckt tatsächlich das ganze Greenkeeper-Team dahinter. Um euch jegliche Sorgen zu nehmen, weil es tatsächlich sehr, sehr oft gefragt wird, wo ist Manu, wo ist unser Kapitän? Er ist nicht draußen, aber er macht Training, Athletiktraining im Leistungszentrum. Also macht euch bitte, bitte keine Sorgen um Manu Neuer. Schaut doch zufrieden aus, Julian Nagelsmann. Und es hat den Anschein, dass zumindest die Spielform vorbei ist in diesem Training, weil die ersten schon reingehen. Kam ein bisschen plötzlich. Aber ich hoffe, euch kam die Zeit genauso kurzweilig vor wie mir. Ich konnte jetzt gar nicht bei dem Trainingsspiel genau mitzählen. Ich glaube, der Körpersprache zufolge hatte Team Blau, also mit der neuen Teamline, gewonnen. Dem Abklatschen von Paul Wanner und Joshua Kimmich zufolge. Einige bleiben jetzt vermutlich noch draußen. Robert Lewandowski, das ist auch immer wieder ein Phänomen. Nach dem Training legt er sich die Bälle zurecht. Man könnte ja meinen, das hat er im Blut, hat er auch, aber nicht ohne Grund. Ganz, ganz oft macht er noch Extraeinheiten, auch Freistöße. Kommt nicht von ungefähr, dass der so treffsicher ist, weil auch der gewisse Fleiß dahinter steckt. Holt sich auch immer wieder diese Plastikmauern und trainiert das fleißig. Ist ein Paradebeispiel an Professionalität, Robert Lewandowski. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sich auch Julian Nagelsmann nicht nehmen lässt, ein paar Mal aufs Tor zu schießen. Oder vielleicht sogar ins Tor zu gehen.
Also für einige wird es jetzt noch eine Anschlusstrainingsform geben. Dino Toppmöller, einer unserer Co-Trainer, scheint da noch diese, na, Hütchen sind es ja nicht, diese flachen Hütchen, ich nenne es mal so, hinzulegen. Oder Markierung. Und dann heißt's feuerfrei in Sachen Torschüsse. So hat es zumindest den Anschein. Paul Wanner sehe ich da, Marcel Sabitzer, Kap Jamal Musiala, Omar Richards, schauen wir mal, was da draus wird. Kimmich ist auch noch dabei. Kam gerade die Frage, ist er noch draußen? Von Jörg 32. Jo, da ist er. Gabi Vidovic. Josip Stanisic, Malik Tillmann. Und eine Menge, Menge Bälle. Und Lucas Hernandez möglicherweise als Flankengeber. Nee, der macht gerade lange Bälle. Trainieren die Jungs jeden Tag in der Woche? Da gibt es auch mal Freitage, fragt Julius LH. Nee, also da wird jetzt nicht 7-24 durchtrainiert. Hatte ich vorhin auch schon mal angerissen. Das ist natürlich alles belastungsgesteuert, je nachdem. Englische Woche, sprich mit einer Partie unter der Woche. Da gibt es dann auch mal trainingsfrei für die, die von Anfang an gespielt haben. Oder die machen dann in Anführungsstrichen nur ganz langsam, kein einfaches Wort. Regenerationstraining, sagt sich einfacher. Die Einwechselspieler oder Reservisten trainieren dann draußen. Manchmal gibt es auch komplett frei. Das wird dann auch möglicherweise spontan entschieden. Zum Beispiel nach Siegen. Da wird dann auch mal ein Tag freigegeben. Also da ist man vollkommen variabel. Manchmal wird aber auch die ganze Woche über, sprich 5 Tage, trainiert. Dürfte auch jetzt dann der Fall sein im Hinblick auf Leipzig. Wochenende hatte der Großteil frei und ab jetzt geht's dann los mit der Vorbereitung auf dieses Top-Duell. Christian Früchtel, der jetzt gerade hier warm geschossen wird, war in dieser Saison auch schon 12 Mal in unserem Bundesliga-Kader. Sven Ulreich, unsere Nummer 2, hatte sich ja am Knie verletzt. Matze 1812 fragt, wird positionsgetreu trainiert? Nicht durchgehend, aber natürlich auch. Also ich bin kein ausgebildeter Fußballtrainer, aber natürlich wird darauf Acht genommen. Am auffälligsten ist das, keine Frage, bei den Torhütern, die sehr torwartspezifisch trainieren, die aber auch immer wieder eingebunden werden. Stichwort mitspielender Torhüter. Und bei den anderen hatten wir vorhin zum Beispiel gesehen, beim 4-3 Überzahlspiel, da waren natürlich die 3, die verteidigen sollten, zumeist die Defensivspieler, und die 4 eher Offensivspieler.
Julian Nagelsmann. Der trainiert die langen Bälle fleißig mit. Der ist tatsächlich immer mit Herzblut dabei. Ich weiß nicht, ob das da hinten Nianzou oder Upamecano ist, mit dem Nagelsmann diese langen Bälle da schlägt. Aber er hat seinen Spaß dabei. Tanguy Nianzou. Die anderen beiden, Marc Rocker und Lucas Hernandez. Marc Rocker hat vor der Winterpause richtig gut abgeliefert, wo er gebraucht wurde. Als ja beispielsweise Goretzka und Kimmich fehlten. Levi macht noch was für die Galerie. Aber gut drauf ist er. Hoffentlich ein gutes Vorzeichen für den Samstagabend. Erzielt er im Hinspiel beim 4:1 in Leipzig aus 11 Metern den 1:0 Führungstreffer. Weil auch das immer wieder von euch gefragt wird und wurde, wo ist eigentlich Goretzka? Also Leon Goretzka leider noch nicht im Teamtraining dabei. Nach seinen Patellasehnenproblemen, zudem heute unter anderem auch nicht mit dabei Alfonso Davies. Wegen seiner Herzmuskelentzündung, so die beiden und die beiden Afrika-Cup-Teilnehmer. Bounassar und Éric-Maxime Choupo-Moting, die mit ihren Ländern jeweils im Halbfinale stehen. Bounassar mit Senegal und Choupo-Moting mit Kamerun. Manuel Neuer. Dabei, aber nicht draußen, hat Athletiktraining im Leistungszentrum absolviert. Auch da wiederhole ich mich gerne, weil es so oft von euch gefragt wurde, und weil ich da gerne jegliche Sorgen von euch nehmen möchte. Alles in Ordnung bei unserem Kapitän. Warum sind manche Spieler schon reingegangen, fragt Johannes Tabal.
manchmal ist das ganz individuell, wer möchte noch draußen bleiben, wer möchte Torschüsse trainieren. Manchmal wird auch ganz gezielt eine Gruppe, vielleicht die Abwehrspieler draußen gehalten, die dann noch irgendwelche Defensivformen trainieren. Manche Spieler haben auch drin schon Physio. Oder manche Spieler, die können sich einfach nicht vom Ball trennen. Irgendwie ein zufriedenstellendes Bild. Scheint glücklich zu sein und wie gesagt, hoffentlich bester Ballerlaune für Samstag. Wann finden die Videoanalysen über den Gegner statt? Fragt Metin Karatscha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also es gibt da keinen festen Zeitplan, meiner Meinung nach. Ob das jetzt 2 oder 3 Tage davor sind, hängt natürlich auch ab. Ist englische Woche, auf alle Fälle natürlich vor einem Spiel und nicht zu knapp. Aber wie lang genau vor einem Spiel, das weiß ich nicht. Ich meine nur, dass da auch geswitcht wird. Und apropos Trainer. Auch Julian Nagelsmann hat jetzt diese Trainingssession beendet und wir bleiben für euch jetzt noch gute 3 Minuten dabei. Und dann hattet ihr 90 Minuten volles Trainingsprogramm. Na, fast 90 Minuten. Ganz 90 Minuten waren es nicht. Aber fast ein ganzes Spiel. Und das Beste an solchen Trainingseinheiten, sag ich immer, besser als bei den Pflichtspielen. Da kann man ja in Anführungsstrichen nur 11 unserer Bayern-Spieler sehen. Hier seht ihr sie alle, zumindest die, die natürlich im Einsatz sind. Das ist doch mal ein echter Hingucker. Und so, wie sich das Ganze heute verfolgen ließ und vom Anschein her, war das ein sehr optimistischer, auch konzentrierter Auftakt in diese Trainingswoche. Auftakt in die Vorbereitung auf das Top-Duell am Samstag 18.30 Uhr. Meister gegen Vizemeister, Bayern gegen Leipzig. Könnt ihr bei uns wie immer auch natürlich im Webradio gerne verfolgen. Soweit die Eindrücke von dieser ersten Trainingseinheit im neuen Monat. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Viele, viele Fragen natürlich konnte ich bei weitem nicht alle beantworten. Ich hoffe zumindest, dass die ich beantworten konnte, dass ich die auch zu eurer Zufriedenheit beantworten konnte. Also Servus, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.